Hallo meine Lieben, als Fan der japanischen Kultur kommt man auch um diese Sache nicht drum herum. Es ist Masking Tape. Also das Gute daran ist, man kann es echt überall hinkleben und es geht überall wieder ab, so ein bisschen wie bei den Post-its. Also es hinterlässt keinen Rückstand. Man kann es sogar so zusammenkleben, also die beiden Klebeseiten aufeinander. Und kann es trotzdem total gut wieder auseinanderziehen. Das ist einfach ganz toll. Es ist so ein bisschen transparent, also auf jeden Fall lichtdurchlässig. Und diese Eigenschaften kann man sich sehr, sehr gut zunutze machen. Und ich habe einfach heute ein paar kleine Ideen mit dem Masking Tape für euch, die ihr hoffentlich oder vielleicht noch nicht kennt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Für die erste Variante braucht ihr natürlich Masking Tape, einen Klarlack, eventuell eine Pinzette und ein Cuttermesser oder Schere und natürlich eure Finger. Dann klebt ihr euch das Masking Tape auf eure Unterlage und schneidet euch einfach die Stücken zurecht, die ihr gerne auf die Nägel kleben möchtet. Ich bin gerade so ein totaler Geometrie, also geometrische Form-Fan und deswegen nehme ich jetzt Dreiecke, die ich mir auf die Finger klebe. Und das Gute ist bei diesem Masking Tape, dass es drei unterschiedliche Farben hat. Und ja, dadurch könnt ihr ganz einfach und relativ günstig ein schönes Nageldesign machen, ohne viele Tapes kaufen zu müssen. Ihr könnt natürlich auch noch einen farbigen Unterlack verwenden. Ich glaube, das sieht auch sehr, sehr schön aus. So sehen die Nägel jetzt fertig beklebt aus und damit das Ganze gut hält, lackiere ich einfach nochmal mit einem einfachen Klarlack drüber und das am besten in zwei Schichten, dann hält es einfach ein bisschen besser noch. Und wenn eure Nägel fertig sind, dann sehen sie so aus. Ich finde, das ist echt eine schöne Variante und einfach auch eine sehr saubere Variante, um ja zum Beispiel geometrische Formen auf die Nägel zu bringen. Diese Idee ist eine kleine Upcycling bzw. dann eine kleine Verschönerungsidee. Und zwar braucht ihr wieder Masking Tape, Kerzen und ein altes Schraubglas, wo ich einfach das Etikett entfernt habe und eine Schere. Aus dem Schraubglas soll jetzt ein schönes Windlicht oder Teelichthalter werden und dafür klebe ich jetzt einfach die Masking Tape Streifen auf das Glas. Und es gibt ja so viele unterschiedliche und schöne Farben, also eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und ihr werdet sehen, es wird total schön aussehen, wenn später darin eine Kerze brennt. Klebt das Masking Tape einfach so, wie ihr möchtet, kreuz und quer oder längs oder quer, je nachdem, wie ihr das gerne mögt. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Jetzt fehlt nur noch das Teelicht oder eine kleine Kerze für das Windlicht. Und so sieht es aus, wenn da drin dann die Kerze brennt. Es macht einen total schönen Effekt, weil das Masking Tape so ein bisschen transparent ist. Eine weitere ganz schnelle und wunderschöne Möglichkeit, das Masking Tape zu verwenden, ist, dass ihr einfach Teelichter verschönert. Das Coole ist nämlich, dass die Breite von dem Masking Tape ungefähr der Breite eines Teelichts entspricht. Und somit könnt ihr das einfach um das Teelicht rumkleben. Und braucht keinen Teelichthalter oder so, sondern klebt es einfach drum und könnt das Teelicht einfach so auf den Tisch stellen, weil das so sehr schön aussieht. Einer meiner Lieblingsvarianten, das Masking Tape zu verwenden, ist diese hier. Und zwar habe ich mir einfach meinen Wochenplaner mit dem Tape verschönert. Wie gesagt, ich mag geometrische Formen gerade sehr. Und deswegen habe ich mir einfach Dreiecke zurechtgeschnitten und diese dann auf meinen Wochenplaner geklebt. Das ist die ideale Beschäftigung für Vorlesungen oder auch weniger spannende Schultage. Und ja, das Ganze ist total einfach und ihr könnt es natürlich auch jederzeit wieder entfernen und euch das Ganze neu bekleben. Denkt euch was aus, was euch halt gefällt, entweder Dreiecke oder einfach in Streifen geschnitten oder irgendwelche Formen geschnitten. Mit dem Tape echt habt ihr ziemlich viele Möglichkeiten. Und so sieht es dann fertig aus.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ein paar neue Ideen für euch dabei waren. Wenn ihr Lust habt, noch mehr Ideen zu sehen, dann schreibt mir das in die Kommentare und ihr dürft das Video gerne bewerten und mich auch gerne abonnieren. Ich freue mich riesig und ja, bleibt mir kreativ und bis zum nächsten Mal. Ciao!